Hallo, ich bin Lara, ich bin 27 Jahre alt, ich wohne in Berlin und ich bin Teil der globalen Bewegung für Klimagerechtigkeit und setze mich als Aktivistin für Klimagerechtigkeit weltweit ein. Der menschengemachte Klimawandel verstärkt die Ungerechtigkeiten, die es weltweit schon gibt, also zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, zwischen armen und reichen Menschen, insofern als diejenigen, die den Klimawandel vor allem verursachen, also die in Ländern leben, die historisch schon sehr viel Treibhausgase ausgestoßen haben und heute immer noch sehr viel Treibhausgase ausstoßen. Diese Menschen sind nicht diejenigen, die als erstes betroffen sind von den Folgen der Klimakrise. Sondern die, die besonders betroffen sind, sind Menschen im globalen Süden, in Küstenregionen oder auf pazifischen Inseln. Diese Staaten und diese Menschen tragen ganz, ganz wenig zum Klimawandel bei und gleichzeitig sind sie diejenigen, deren Existenz bedroht wird von den Auswirkungen. Also ein beliebtes Beispiel ist da immer, wenn der Meeresspiegel ansteigt, ein Land wie Holland oder auch Deutschland kann dann Deiche bauen, um sich zu schützen, weil sie eben die finanziellen Möglichkeiten haben. Ein Land wie Bangladesch oder Fidschi gehen halt unter im Zweifelsfall, werden überschwemmt. Das heißt, nicht alle Menschen werden gleichermaßen betroffen von der Klimakrise, sondern sogar die, die am wenigsten dafür könnten, werden am meisten betroffen. Das ist die ganz, ganz große Ungerechtigkeit. Das heißt, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, ist vor allem eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Also Klimagerechtigkeit bedeutet für mich, dass alle Menschen weltweit ein gutes Leben führen können, egal wo sie geboren werden, egal welches Geschlecht sie haben, welche Sexualität, zu welcher Ethnie, Religion und so weiter sie gehören. Dass es nicht die Tatsache, dass ich an einem bestimmten Punkt der Welt geboren werde, schon vordeterminiert, ob ich ein gutes Leben haben kann oder nicht, sondern dass es eben möglich ist, dass alle Menschen ein gutes Leben haben, weil wir innerhalb der Grenzen unseres Planeten leben und nicht darüber hinaus und nicht auf Kosten anderer Menschen leben. Und es klingt eigentlich total einfach und lässt sich halt super schwer umsetzen, weil wir innerhalb von einem Wirtschaftssystem leben, was halt auf Ausbeutung und auf Wachstum basiert. Und da ist es dann halt so, dass immer mehr Reichtum halt angehäuft wird in manchen Ländern und bei manchen Menschen und andere halt darunter leiden. Deshalb bedeutet Klimagerechtigkeit für mich auch, dass wir ein anderes Wirtschaftssystem aufbauen müssen. Also die Bewegung für Klimagerechtigkeit, so wie ich sie kennengelernt habe, so wie ich sie verstehe, ist eine Bewegung, die sagt, die Klimakonferenzen, die internationalen, die bringen nicht die Lösungen. Wir gucken nicht darauf, wir hoffen nicht darauf, dass da irgendwelche Politiker und ein ganz paar Politikerinnen gute Sachen für uns beschließen, sondern wir nehmen den Klimaschutz selbst in die Hand. Wir machen das selbst und gehen an die konkreten Orte der Zerstörung in unseren jeweiligen Ländern. Also, dass die Bewegung eine dezentralisierte Graswurzelbewegung ist, die aber gleichzeitig vernetzt ist. Also zum Beispiel gibt es Menschen auf Fidschi, die ganz konkret davon bedroht sind, dass ihr Inselstaat unter dem Meeresspiegel verschwindet durch den Anstieg des Meeresspiegels. Und die sagen aber, we are not drowning, we are fighting. Also wir kämpfen dafür, dass der Klimawandel aufhört, bevor es zu spät ist für unser Land. Und wir als Ende Gelände hier in Deutschland, ist eine Kampagne für den sofortigen Kohleausstieg. Wir gehen zum Beispiel in die großen Braunkohletagebaue und bringen da die Bagger zum Stillstand, sodass diese Braunkohle nicht abgebaggert werden kann. Das sind jetzt erstmal zwei ganz verschiedene Orte auf der Welt. Aber wenn ich im Rheinland oder in der Lausitz oder wo ich auch immer das hier in Deutschland mache, in diese Braunkohlegruben gehe, dann tue ich das ja quasi in Solidarität mit den Menschen weltweit, die sonst unter den Folgen leiden müssen, also beispielsweise mit den Pacific Climate Warriors. Und wir sind vernetzt als Bewegung, wir tauschen uns aus. Letztes Jahr waren die Pacific Climate Warriors auch in Deutschland zu Gast und haben dieses Braunkohleloch gesehen, was quasi ihre Heimat auffrisst. Haben aber eben auch gesehen, wie Menschen von Ende Gelände in diese Kohlegrube reingegangen sind und den Bagger zum Stillstand gebracht haben. Und das ist diese Art von
globaler Solidarität. Alle kämpfen an ihrem Ort gegen die unterschiedlichen Arten der Zerstörung durch fossile Energieträger, durch Kapitalismus, aber tun das eben in einem gemeinsamen Verständnis von, wir alle wollen diese Welt für uns alle retten. Also wir sehen einfach, dass die Politik nicht handelt. Wir wissen jetzt schon so lange, dass der Klimawandel wirklich gefährlich ist und es passiert nichts. Und uns läuft langsam die Zeit davon. Wir sind die Generation, die es jetzt noch aufhalten kann. Und wir müssen jetzt einfach selber aktiv werden. Und das Tolle ist ja, es gibt auch schon total viele Gruppen und Bewegungen, die aktiv sind. Und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, aktiv zu werden. Es gibt lokale Klimagerechtigkeitsgruppen in ganz vielen Städten. Deshalb, ich würde einfach an alle Leute, die Bock auf Zukunft haben und die wollen, dass diese Menschheit auf diesem Planeten weiterleben kann, appellieren, vertraut nicht darauf, dass Politikerinnen und Politiker das für euch lösen werden. Werden sie nicht. Wir haben jetzt noch die Chance, das selber hinzukriegen, wenn wir jetzt aktiv werden, uns organisieren und zusammenschließen und das gemeinsam machen.